willkommen zu einer neuen Folge zu Wie arm sind wir wirklich? Ja, das hat man manchmal echt das Gefühl, wenn man hier einfach mal auf YouTube geht. Ich meine, generell, Social Media hat ja so den Beigeschmack, dass alle immer schöner, besser, reicher, schneller, größer, toller sind. Aber allein schon, wenn du dir mal hier so, allein schon, wenn du mal nach Dubai Villa suchst auf YouTube, dann kommen da Dinger reingefetzt, die dir wirklich in die Fresse halt direkt schlagen und sagen, Junge, arbeite mehr. Es ist wirklich Feierabend. Ich meine, ich verstehe, dass auf solche Buden natürlich viel mehr geklickt wird. Und allein schon dieses Video machen, dieses Produzieren, Schneiden und so weiter und so fort, das rentiert sich sehr wahrscheinlich mehr bei diesen ultrakranken Buden. Aber ich meine, Junge, welche Zielgruppe triffst du mit diesen Videos hier, die sich auf YouTube irgendwie herumschlagen und dich hier so 10 Millionen Dollar willen anschauen? Und also ist das mehr Prestige? Es ist eine Frage an euch, oder ist das wirklich um die Endverbraucher, die Käuferinnen und Käufer hier zu finden? Was ist auf jeden Fall schon mal ein Statement, was es hier gibt. Wir schauen uns jetzt mal das erste Video hier an von Architectural Masterpiece Villa at Zahil, Arabian Ranch. Das Arabian Ranch ist halt hier so, ja, quasi nicht nah am Zentrum, aber eine der Communities, die so etwas näher noch am Zentrum sind. Ich glaube, da fährst du trotzdem 25 Minuten. Soweit ich weiß, gibt es Arabian Ranches 1, 2 und 3. Wir sehen hier, hier gibt es auch normale Villen, aber selbstverständlich halt auch die etwas abartigeren. Moment, meine Visage will ich euch nicht ersparen. Gönne ich nicht. Schaß, wir schauen jetzt hier mal rein zusammen. Eine Minute. Das gesehen von außen erstmal unscheinbar, deswegen flitzt man da so auch schnell durch, wobei natürlich hier die Garage, der Vorhof, da sieht man schon, was abgeht, aber das habe ich letztens durch einen sehr nah befreundeten Bauunternehmer erfahren. Häufig ist diese Physiognomie, dieses Erscheinungsbild von außen, das ist festgesetzt durch die Community-Richtlinien. Ob es EMA ist, ob es irgendwie eine andere staatliche Geschichte ist, von außen müssen die häufig sehr ähnlich aussehen und hinten raus darfst du die dann komplett individualisieren, wie du es möchtest. Wow, und dann hier dieses Open-Plan-Living. Ne? Gibt wenig Sachen, die ich so sehr liebe. Bisschen höhere Decken wären noch krass, aber allein schon auch hier diese indirekte Beleuchtung mit diesen Leuchtstreifen, sehr modern. Und vor allem dann, du hast diese riesigen Floor-to-Ceiling-Windows, die einfach über diese ganze Wand gehen. Allein schon das hier sieht aus, als wenn du in irgendeinem Café wärst, in, keine Ahnung, Thailand oder sowas, auf Bali. Es sieht ja komplett gestört aus. Ja. Das, ja, da ist auf jeden Fall diese Holzoptik durchgezogen. Kann man fühlen. Ich persönlich, boah, guck mal, wenn ich helles Holz sehe, werde ich an meine Kindheit erinnert, wofür ich sehr dankbar bin. Aber ich hatte halt eine relativ schwierige Kindheit. Und das erinnert mich voll häufig an dieses billige Pressholz. So, und ich meine, selbstverständlich, wir hatten alles, was es zum Überleben brauchte. So, dafür bin ich dankbar. Aber da war halt auch schon Schluss. Aber trotzdem gab es halt immer so von Poco Domene und von, wie heißen sie alle? Es gab halt immer dieses Pressholz, ne, was halt so ein bisschen schöner aussah, aber trotzdem halt, wenn du da mal aus Versehen ein bisschen zu schnell die Schublade geschlossen hast, dann eine Macke drin hattest, solche Dinger. Und das erinnert mich daran. Deswegen so richtig kommt das nicht über, aber ich weiß, dass solche Echtholzregale, die kosten 4.000, 5.000, 6.000 Euro, ne? Pflanzen da drin. Dunkle Küchen. Was haltet ihr von dunklen Küchen? Ich finde es immer, es kommt drauf an. Ich habe mich auch so generell zum Beispiel auch mit der Wohnung hier und davor habe ich mich mit Innendesign beschäftigt. Ich, der Lappen überhaupt mit Innendesign. Ich kann noch nicht mal ein passendes T-Shirt zu meiner Hose auswählen und ich will was von Design faseln. Aber für mich persönlich gibt es auch immer dieses, wenn du Richtung Luxus gehst, hast du, finde ich, immer zwei Entscheidungen. Das helle Luxus mit diesen beigen, goldenen, braunen, grünen Farben, meiner Meinung nach weiß, oder halt diesen dunklen Luxus. So, und der dunkle Luxus, dieses Schwarz, halt auch Gold mit diesen Lichtakzenten und sowas, das kann, finde ich, auf gerenderten Videos ultra krank aussehen. In Real Life, finde ich, sieht es halt sehr, sehr schnell auch relativ billig aus und es nimmt dir teilweise, meiner Meinung nach, ein bisschen die Räumlichkeit. So, weil in ganz vielen Räumen, die so ein bisschen dunkler sind, die halt auch ultra luxuriös sind, zum Beispiel, erinnere dich vielleicht einfach mal an ein Restaurant, wo du warst, wo halt eher so ein dunkleres Ambiente war. Ich finde, das wirkt halt immer so ein bisschen erdrückender und ich finde noch nicht mal so richtig gemütlich. Weiß ich nicht, ich kann mich täuschen, aber wir haben ja hier diese hellen Elemente mit dieser dunklen Küche verbunden. Natürlich auch hier eine Kücheninsel. Ja, also, das sieht natürlich jetzt hier, lupen rein, das hier haben wir die Weinkühler.
Die sind von Samsung, wenn ich mich nicht täusche. Die sehen verblüffend ähnlich. Dann haben wir hier so einen Gasofen sogar. Das finde ich sehr, sehr sexy. Aber sie erinnert gerade eher nur irgendwie wie so eine, es ist eher wie so eine Kochzeile quasi in so einem Restaurant, ne? Ja, es ist krank. Feierabend. Die werden bestimmt nicht den Preis nennen, aber es ist schon geisteskrank. Jo, wenn das, ja, das ist das Schiff hier. Das hier erinnert mich doch sehr an GTA San Andreas. Wie diese kleine Straße, wo alles startet. Aber allein schon, was hier für Dinger stehen und ja, da hast du halt massiv Platz. Guck dir einfach mal dieses, boah, Monsterding an. Okay. Wer macht das alles sauber bei so viel Platz? Ja, draußen Bar. Okay, das Bad ist auf jeden Fall krass. Rest der Wohnung, die restlichen Zimmer haben mich jetzt nicht so umgehauen, so vom Geschmack her. Aber das ist natürlich schon ein Brett. Relativ begrenzter Außenbereich. Aber du siehst, das sind alles hier so Viecher, die hier rumstehen, ne? Wird hier nochmal der Preis genannt? Haus in Haus habe ich eine Wohnung zur Kurzzeitvermietung. Bin sehr zufrieden soweit. Guck mal, was haben wir denn hier? Das sieht fast einheimisch aus. Ich bin kein großer Fan von, aber das hast du halt hier natürlich in Dubai. Ah, schneller geht's. Uiuiui, was kommt denn jetzt hier? Guck mal, allein schon mit der Musik dabei, es ist Feierabend. Leck mich doch am Zuckerli. Das sah aus wie ein Hotel, Junge. Und da sagt man, Geld macht nicht glücklich. Heul in so einer Villa. Ja, und das sieht nicht Apokalypse aus. Bin ich ehrlich. Ach, halt auf die Fresse. Das ist eine. Okay, unnötig. Da einfach diese Rillen zu zeigen. Ja, Junge, das sieht doch aus wie ein Hotel. Das sieht aus wie eine Galerie. Boah. Was schätzt ihr? Packt das mal in die Kommentare. Was kostet so ein Anwesen? Ach du Scheiße. Einen dieser Fonts, ja, diese Geräten auf der Palme. Boah. Erstmal um runterzukommen hier von Altman Alsop Property Tours. Die Altman Alsop ist ja hier eine der Real Estate Agencies, bei denen ich halt meine Wohnung geholt habe, bin da sehr zufrieden. Und hier diese Altman Alsop Property Tours, das sind immer, da kommen die teureren, einfach Altman Alsop, glaube ich, das sind die, wo halt normale Immobilien gezeigt werden. Er ist ja auch schon hier nicht normal, in Anführungsstrichen. Hi, I'm Emma Kerr from Allsop and Allsop, and today I'm excited to be showing you this exclusive 6-bedroom villa in Fairway Vistas in Dubai Hills Estate. Let's ja, Dubai Hills, da haben wir es wieder. This stunning villa backs onto Dubai Hills Golf Course and is set on a spacious plot. Okay, es plot natürlich halt ultra geil draußen. Wir sehen, das ist halt ein ganz anderes Level zu der Villa von gerade. Ganz anderes Level. Trotzdem natürlich sehr modern. Ich würde sagen, nicht ultra modern. Mit eigenem Pool draußen viel Platz. Allein schon dieser ganze Platz in Dubai Hills Estate würde dich halt eine Niere kosten. Ach, was, eine Niere. Alles. Alle deine Innereien. Ja, schick. Aber natürlich halt nicht so high-end wie gerade. Ne? Ist halt schick, aber halt auf dieses helle, clean gemacht. Ich kann dir halt sagen, mit zwei Hunden bleibt das nicht lange so. Open plan living space. Both a show kitchen and working kitchen. Upstairs, there are 5 more large double bedrooms. All of which come with... Ja, da kommen wir halt wieder. Also, wenn du so eine Villa hast,
geil, freue ich mich für dich. Aber warum ballerst du in jeden Raum einfach, also wirklich wie so ein Schlafzimmer rein? Sondern finde ich, dann hast du doch gar nichts davon. Und ich meine, ob sowas notwendig ist, so viel Platz, selbst wenn du eine Großfamilie hast, ist die nächste Frage. Aber warum ballerst du in jeden Raum einfach ein Bett, als wenn es quasi ein Hotel wäre? So, wie viele Gäste kriegst du jeden Tag? Ich würde mir wirklich einen Billardtisch reinballern. Oder vielleicht wirklich so ein Gaming-Room. Da würde ich mir einen Konsolenraum machen. Da würde ich mir einen PC reinstellen, eine PlayStation 5 reinstellen, einen fetten Bildschirm. In einen würde ich mir von mir aus eine Bibliothek machen. Ich würde so verschiedene Themenräume machen. Und selbst wenn ich sage, ich habe keine Hobbys und brauche sowas nicht, dann würde ich in jeden Raum eine andere Jahreszeit machen. Würde ich mir eine Eismaschine da reinstellen oder sowas, damit ich am Tag wenigstens irgendwie was davon habe. Oder ein Jacuzzi da reinstellen oder zumindest irgendwas Funktionales, ein eigenes Fitnessstudio bauen. Es macht doch keinen Sinn, weil diese Räume, die werden einfach jeden verdammten Tag einfach nur steril gehalten, einfach nur sauber gemacht werden müssen, für keinen Nutzen. Ich weiß es nicht, vielleicht hat die Person oder die Personen, die da wohnen, irgendwie 6 Kinder und jedes braucht sein eigenes Hotelzimmer. Aber weißt du, was ich meine? Das ist halt einfach so, das ist wirklich einfach eine Sache, dann hast du so eine dicke Bude, natürlich nur zum Show-off, mehr oder weniger, weil du kannst mir nicht erzählen, dass du darin lebst. Du wohnst darin, aber du lebst darin nicht. Aber dann, wenn du doch so viel Kohle hast, dann mach dir doch was daraus, dass du darin leben kannst. Ich krieg's nicht. In Heimkino reinmachen. Irgendwas. The master suite has a walk-in wardrobe, same. Bathtub, ah, da sieht man, an extra large open plan wardrobe area. If you ist ganz schön, aber es hat halt direkt eine ganz andere Liga, ne? Please contact me on the details provided. Ja, extra nicht zu viel zeigen, dass man sich da meldet, damit du deine Daten halt angibst, ne? Klassiker. Lohnt sich das hier? Ja, sieht halt normaler aus, ne? Also, wir haben falsch angefangen. Wir haben komplett falsch angefangen. Wir hätten erst eine Drecksvilla schauen müssen und dann eine von denen, damit wir jetzt nicht schon verbrannt sind. Das ist die ich gesehen habe. Die will ich euch jetzt mal zeigen. 4-Bedroom und Office. Ultra Luxury. Kann ich bestätigen von den 2 Sekunden, wo ich gesehen habe. Asking Price, das sind 11,3 Millionen Dollar circa. Also, was sind das? Sagen wir mal 10,5 Millionen Euro. Hoppala. Ready? Ich auch nicht. 2 Minuten. Sieht gerendert aus. Ist es wahrscheinlich nicht. Allein schon, wenn deine Villa einen Namen hat. Knightsbridge, aber jetzt ist schon Feierabend. Das meine ich mit Klaviermusik. Guck dir das mal an. Dieser dunkle Luxus mit diesem... Allein schon diese Kissen. Wie viel die kosten, will ich gar nicht wissen. Okay, wie kann man so viel Drama um einen Stuhl machen? Typ! Wahrscheinlich, weil der Niere kostet, ich weiß. Boah, die Küche. Ja, obwohl, muss man sagen, ja, nach Balkan-Standards ist die Küche auch schon wieder zu klein, ja? Kannst auch nicht rumtoben. Aber hier Kaffeemaschine eingebaut. Wahrscheinlich Ofen, keine Ahnung, was die anderen Dinger sind. Wahrscheinlich Trockner und Fleischtrockner, was weiß ich. Da hast du hier diese Dunstabzugshaube, die hier rein und raus fährt. Guck mal, du musst dir mal überlegen, wenn du in sowas alltäglich lebst, du selber kannst das Feierabend, du selber kannst das doch nicht so die ganze Zeit machen, wie so eine Galerie. Du stellst doch nicht die Gläser so adrett dahin und du musst doch jeden Tag da putzen und jeder Fingerabdruck. Aber gut, wirst du wahrscheinlich auch nicht selber machen müssen dann, wenn du sowas lebst, ne? Ja, Arztzimmer, moin. Bentley-Stühle. Klar. Das ist auch so eine Sache. Möbel, da kannst du dich ja auch dumm und dämlich bezahlen. Ich dachte schon, dass ich zeitweise so, wenn ich für eine Couch, keine Ahnung, 1.500 Euro, 2.000 Euro ausgegeben habe, dachte ich mir schon, okay, bessere Qualität. Und dann war ich ja einfach mal in italienischen Möbelhäusern. Junge, da kostet einfach so eine Couch 25.000 Euro. Und dann denke ich mir halt so, wenn dir Geld komplett egal ist, okay, dann ist dir das halt auch wirklich komplett egal. Aber ansonsten, diese Möbel, die werden ein Organ nach dem anderen kosten. Und das ist unfassbar. Also merkst du den Unterschied oder woran merkst du den? An der
natürlich an dem Stoff, an der Exklusivität, aber irgendwann hast du ja nicht mehr wirklich was von diesem mehr Komfort, dass es gemütlicher ist, sondern irgendwann ist es ja wirklich nur noch, dass du halt sagst, einfach nur um zu wissen, es ist das Beste vom Besten. Oder es nimmt weniger Bakterien auf, es ist, weiß ich nicht, gesundheitsförderlicher, weil es die Luft reinigt oder was für Gadgets, aber ich meine, es ist halt wirklich krass, weil natürlich, mir ist bewusst, dass du im Premium-Segment nicht Preis-Leistung kaufst. Manche Menschen wollen halt einfach das Beste vom Besten, einfach für ihr eigenes Gefühl, weil es dann halt auch preislich egal ist und nicht, dass das irgendwas mehr leistet. Ja, nach oben hin wird die Preis-Leistung natürlich immer schlechter. Ach scheiße, jetzt habe ich vorgespult. Ups, gucken wir uns das nochmal an. Das Arztzimmer wieder. Das Badezimmer ist so teuer wie das Reihenhaus in Deutschland. Dass schon so aufdrapiert ist, ne? Da gibt's ja nichts, was nicht irgendeine Marke hat. Lebt man so, wenn man ultrareich ist, dass man halt wirklich sagt, diese ganzen Louis Vuitton-Taschen, die da halt standen, lebt man halt so, dass man gar nicht mehr irgendwie was Normales hat, in Anführungsstrichen, dass da was Normales rumfliegt, wenn man so ultrareich ist, dass es auch alles immer so picobello blanco ist und nicht irgendwo mal was rumliegt, ist das so? Oder ist das wirklich, weil du Beschäftigte hast, die 24-7 die Bude auf Trab halten? Also mich würde es mal wirklich interessieren, ich habe noch niemanden kennengelernt, der halt auf so einem Level halt reich ist. Und ja, also ich habe viele Menschen kennengelernt, die halt Haushaltshilfen haben, die, wo es halt wirklich auch die ganze Zeit sehr, sehr sauber ist, aber du siehst, dass es halt irgendwo belebt ist oder bewohnt ist. Das sieht ja halt wirklich einfach nur nach Show aus. Aber es muss ja irgendwem gehören, wenn es irgendwo verkauft wird. Also muss da ja mal auch irgendwer gelebt haben. Und ist das jetzt so auftrapiert oder ist das wirklich so ein alltägliches Leben, was da repräsentiert wird? Akzeptiere ich alles? Das würde mich einfach nur mal interessieren. Für nur ein eigener Wasserfall, ne? Klar, Rolls Royce. Kalino. Fehlen für die Werbung. Kennzeichen wird auch um die 300.000, 400.000 Euro kosten. Minimum 1, 2, 2 oder was das war. Ja, 11 Millionen Dollar, ne? Ich glaube, wir können festhalten, wenn du so irgendwas zwischen 9 bis 12, guck mal, das ist die, da haben wir die gesehen. Also wir haben die gesehen, aber hier ist sie jetzt nochmal mit alles und alles auch gelistet. Ja, ist halt so normale Dinge, aber die sehen, guck mal, wenn du das jetzt im Vergleich siehst, hast du, denkst du ja auch moin. Wobei das natürlich auch große Villen sind, 27 Millionen, Lakeside Mansion, 30 Minuten. Krass, der gibt sich auf jeden Fall Mühe, der will verkaufen. Gucken wir uns mal die nochmal an. Scheiße, wir haben uns das in der falschen Reihenfolge angesehen. Ne? Da denkst du dir jetzt, was ist das denn für eine Puffbude? Gut, ist halt auch ganz anderes Level und halt auch nicht instand gehalten. Ne? Aber da denkst du mir auch, wie mal, warum machst du so ein Video davon? Räumst du wenigstens auf. Es scheint aber gerade im Umbau zu sein. Typisch arabisch, diese kleinen Fenster, Klimaanlage, hier immer mit diesem tieferen Deckenversatz. Finde ich jetzt halt nicht so ultra schön. Hier das Treppengelände, auch das hässlichste, was ich je gesehen habe. Klassisch Dubai. Diese Fliesen hier, Küche auch mit diesem ekelhaften Holz. Das ist eine typische Dubai-Villa. Ist halt großzügig vom Platz her, aber natürlich halt ultra hässlich erstmal von dem, was da drin ist. Da ist ein Community-Pool, das ist glaube ich nicht dein eigener. Ne, sicher nicht dein eigener, das ist der Community-Pool. Ist auch kein Bock, dass die dann da vor der Küche halt die ganzen Leute da rumlaufen. Meredith ist halt auch eher so ein Viertel, wo halt viele Locals leben, ne?
verschiedene Räume, viele kleine Räume, kleine Fenster. Ja, von Badewanne drin. Also die Musik, die holt auf jeden Fall noch ein bisschen aus dem Video raus. Hier so eine kleine Küchenzeile, warum auch immer. Falls auch immer einen Snack braucht. Ganz, ganz grausam. Ja, aber das ist halt typisch. Also das ist halt wirklich typisch. Ganz, 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 ganz grausam. No front. Ne? Aber halt, wir haben gerade die High-End-Buden der Buden gesehen. Gucken uns die nochmal an. Ah, 10 Sekunden. Ja, da gibt's Leute, die denken sich, ach scheißegal, kauft eh keiner. Amazing Three-Bed-Villa in JBC. Da in der Nähe haben wir gewohnt. David und ich, da haben wir gewohnt. Hier bin ich nämlich häufiger lang spaziert. Die Dinger kenne ich. Vacant, also ist frei. Furnished hat Möbel drin und ist renoviert. In JVC. So. Okay, erstmal an sich. Finde ich persönlich verhältnismäßig klar. Sehr kahl hier an der Wand, da könnte was gemacht werden. Die Klima ist hier aber schön versteckt. In dieser etwas tiefer gelegten Wand mit den Lichtelementen drin. Ist schön groß. Hier noch so ein bisschen die Fenster an der Seite. Ich glaube, da sind Jalousien vor. Könnte man halt von einer etwas anderen Sicht und natürlich mit anderen Möbeln deutlich eleganter gestalten. Mit ein bisschen Kunst hier an der Wand, mit ein bisschen Elementen. Sieht das auf jeden Fall schon, glaube ich, nach ein bisschen was aus. Ja, kann man was draus machen, ne? Da wurde jetzt nichts draus gemacht, aber kann man halt. So krass auf die Möbel eingehen. Ja, wurde hier mal Pac-Man gespielt? Diese Kachelfassade da, also wirklich, guck mal, da denke ich mir halt einfach so, das erste Geld, was ich irgendwie verdienen würde, wäre auf jeden Fall in ein Upgrade für mein Zuhause, weil ich in meinem Zuhause sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringe. Und dann denke ich mir halt auch so, guck mal, also hier, du kannst das hier rappen lassen, du musst ja nicht in eine neue Küche, aber lass das rappen in einem Uniton von mir aus, aber lass das schön machen, ein paar Lichtakzente und du hast eine ganz andere Lebensphilosophie da drin. Blende natürlich auch wieder unglaublich hässlich, aber hier könnte man meiner Meinung nach ordentlich was machen. Ich verstehe nicht, warum hier auf die Möbel so eingegangen wird. Außenbereich direkt am Park. Solche Sachen in Szene gesetzt werden. Hier offensichtlich abgerannt zum Testbetrieb. Du könntest auf jeden Fall ordentlich was rausholen. Ordentlich. Ich hätte das Video aber auch anders präsentiert. Aber hätte Fahrradkette. Ich hätte es gar nicht präsentiert, weil ich gar nicht könnte. So, gucken wir uns. Nee, das bringt jetzt nichts. Harmony ist geisteskrank. Nee, das sind die gar nicht, die ich meinte. Die heißen anders. Serenity heißen die, glaube ich. Tilal gab es jetzt auch eine ganz neue Wohngegend. Ziemlich modern von innen. Relativ tiefe Decken verhältnismäßig. Und du guckst, da ist halt auch Dubai-Phänomen, halt immer diese Wände da drumherum, finde ich auf der einen Seite klar für Privatsphäre gut. Da hast du halt auch so, das ist ganz klar meine Seite, das ist deine Seite. Da hast du nicht so dieses deutsche Phänomen. Ist auch irgendwie ein bisschen cringe, finde ich, sich so einen Garten oder so mit anderen zu teilen. Fand ich schon immer ein bisschen cringe. Aber dadurch guckst du halt immer gegen so Steinwände. Finde ich, nimmt sehr, sehr viel Räumlichkeit weg. So ein bisschen erdrückend. Da von innen relativ modern, aber diese eingepferchte Küche da wieder. Trotzdem mit offener Dingslade. Also es ist relativ gut, aber finde ich, das kann man halt alles geiler in Szene setzen. Aber für mich sind Küchen auch immer schön. Für andere ist das ja einfach nur wirklich zu den Zwecken bedient. Wurde hier auf jeden Fall schon mehr mit Glas gearbeitet.
wieder die typisch kleinen Dubai-Räume. Bad relativ schön gemacht. Aber ja, dann bist du hier dann an der am Community Pool. Ah, sieht nett aus, ne? Auch für so eine kleine Hotelanlage fast. Sogar mit Sand aufgeschüttet oder übrig gelassen. Boah, fand ich jetzt nicht, also haut mich jetzt nicht um, wird aber auch, ich meine, wenn ich mich täusche, kostet die zwischen 11 und 12 Millionen Dirham, also um die 3 Millionen Euro. Aber ist halt auch schon wieder krass. Du riechst zwar, es ist auf Blatt Papier, wenn du halt einfach nicht verdorben bist, wie wir gerade gemacht haben, ist das eine schöne Villa. Aber halt, du musst dir überlegen, das sind 3 Millionen Euro. Ne? Also du arbeitest so hart und so viel für 3 Millionen Euro. Und dann kriegst du das in Anführungsstrichen, nur in Anführungsstrichen dafür. Ist schon Brett. Ist auf jeden Fall schon Brett. Naja, haut mal gerne in die Kommentare, ob wir jetzt alle verdorben sind. Aber das war auf jeden Fall krass. Ich wünsche euch was, Leute. Ciao, ciao.